Willkommen zur 29. Folge der Let's Play-Serie. Jo, ich bin hier gerade mal wieder am Gucken meines großen Europas, vor allem, weil ich mal schauen wollte, wie lange wir noch brauchen, bis wir hier mit der letzten Marine endlich durch sind. Das sollte eigentlich im aktuellen Zyklus, also dem jetzt folgenden, fertig werden. Naja, dann müssen wir mal gucken. Also an der Stelle habe ich ja schon gesagt, Wirtschaft wird dann meine erste Priorität sein. Und naja, werden wir uns dann gleich drum kümmern. Ansonsten sind wir aber natürlich vor allem noch in Asien unterwegs und da wird es dann gleich recht interessant, weil wir haben nach dem nächsten Zyklus hier die Regierungsgewalt und dann werden wir da wieder auch einige Aktionen hier angehen müssen. Mal gucken, wie das alles so läuft und funktioniert. Klar, Vorstellung habe ich da schon. Mal schauen, ob das auch alles nach dem Patch noch so geht. Ich habe hier also dem März-Patch, irgendwie haben so ein bisschen da auch was verschoben. In März und Februar. Ich bin nicht so ganz sicher. Ich habe da auch ein paar Seltsamkeiten schon festgestellt hier mit den Orks, gerade den Mining-Sachen. Irgendwo waren die plötzlich weg, jetzt sind sie wieder da. Also ich weiß auch nicht so ganz, was da im Hintergrund passiert ist. Also hier zum Beispiel, das ist ja schon ein paar Folgen her, wo ich hier ein bisschen was umgebaut hatte. Weil die ich da rausgenommen habe, die sind inzwischen hier alle weg, oder? Das ist nicht mehr da, nö. Hatten wir hier noch was? Ja, okay. Gut, also irgendwas hatte ich da umgebaut. Oh, wir können auch mal wieder Punkte verteilen. Das sollte ich vielleicht gerade mal machen. Aber gut, eins nach dem anderen. Abgesehen davon, wie gesagt, hier wird es gleich weitergehen. Ansonsten hatte ich mich vor allem zuletzt ja doch sehr viel um meine Weltraumstation und Planeten gekümmert. Da werde ich sicherlich auch noch einiges weiter tun müssen. Ein bisschen habe ich gerade noch geguckt, wo da vielleicht noch was offen ist, was ich vielleicht gerade noch tun muss. Ich hatte zum einen, glaube ich, hier auf Merkur, der ist inzwischen fast fertig. Die Unis sind da. Fehlen eigentlich hier noch die beiden Landwirtschaftskomplexe. Haben wir in 2 Tagen fertig. Die Mine braucht noch ein bisschen, aber Ende Juni haben wir sie auch. Ich denke, die Nanofabriken werde ich denn hier auch mal noch upgraden. Das sollte ich schon tun. Die bringen momentan jede davon, also ja, gleich würden sie ja ein bisschen Geld bringen, wenn wir hier fertig sind. Aber das sind zusammen dann auch nur 30 ja, Geld pro Monat oder sowas. Und ja, das würde ich dann doch mal upgraden wollen, weil mit der Nanofabrik sind es dann irgendwann, naja, das Doppelte, 21, wie man da oben sieht. Und das will ich ehrlicherweise dann doch haben. Von den Kosten, naja, es geht so einigermaßen. Ich bin ja schon wieder etwas höher gekommen. Noch ist es halt hier vor allem beim Metall nicht so toll, aber das wird schon gleich besser werden. Das kann ich mir, glaube ich, noch ganz gut leisten und will ich an der Stelle dann hier auch gerade mal noch durchziehen. Und das gleiche auch auf P2. Weiß gar nicht, warum ich das nicht gleich gemacht habe, aber wurde mir wahrscheinlich irgendwo denn da von den Kosten gerade zu viel. Abgesehen davon ist die Station aber bald fertig. Wir haben ja auch P3 schon auf Forschung. Da habe ich die Dinger aber schon entsprechend gebaut. Sollte denn genügen. Und eine weitere Sache muss auch noch sein, weil wir haben ja denn zuletzt gerade hier die Fertigungshalle, wobei noch habe ich sie nicht, aber die muss ich natürlich dann auch irgendwo einbauen. Müssen wir bei dem mal gucken, das wird auch noch wieder Kosten verursachen, wenn man eben sieht, im Moment, wir sind hier schon, gut, die Kosten sind gerade, ist ja interessant, wieso habe ich eigentlich an Kosten gerade jetzt weniger, nachdem ich die drei, also nein, die 6 Nanos rausgenommen habe, das ist ja interessant. Ach so, naja, gut, ja, richtig, weil auf beiden Stationen P1 und P2 Merkur ja ohnehin Module gerade im Bau waren, haben sie eben kein Geld geliefert, sondern haben nur Unterhaltskosten gebraucht. Und naja, gut, ja, ich verstehe. Dadurch war das denn an der Stelle natürlich nicht so toll. Na gut, müssen wir mal sehen, aber das wird jetzt einfach notwendig sein. Die Fertigungsanlagen, die hier gleich kommen, da werde ich wohl auch noch ein paar hinstellen. Ich denke, auf Mars werden die gehen, vielleicht auch ein bisschen was auf Ceres und dann muss ich aber wirklich aufhören. Ich denke, mit dem Bergbau, mit den ganzen Rohstoffen, geht das schon irgendwo so einigermaßen. Ich werde damit hinkommen. Aber beim Geld, da gefällt mir die Sache irgendwo gar nicht. Es rutscht halt immer weiter weg, was nicht verwunderlich ist, da ich bisher kaum irgendwelche T3-Module, die Geld bringen, aufgestellt habe. Oder naja, aufgestellt, sprich Bau gestartet habe ich schon. Aber es ist halt noch nichts fertig. Ganz wesentlich an dieser Stelle wird hier diese Geriatriestation sein. Aber natürlich nicht die, sondern
sondern diese hier. Die brauchen halt leider noch ein bisschen sowohl hier die Energiemodule als auch vor allem dann eben hier die geldbringenden Geriatrie-Module. Da werde ich irgendwo doch kräftig Einnahmen erzielen können. Hier so ein Ding braucht ja, bringt ja immerhin 250 Geld. Gut, es geht wieder ein bisschen was weg, so ist es nicht, darf man nicht vergessen. Ich habe hier auch einige Fusionsreaktor-Geschichten und irgendwo müsste auch Landwirtschaft noch ein bisschen sein hier. Wobei, das ist rein finanziell egal. Aber die Fusionsreaktoren, das sind ja auch 7 Stück und will heißen, ich habe allein für die auch schon 210 Kosten. Und naja, es sind aber trotzdem noch über 2K, würde ich sagen, was diese Station liefern wird. Und das ist definitiv sehr wichtig, weil wir sind jetzt hier schon im Minus und wenn denn alles Mögliche hier fertig wird, was ja alles schon geplant ist, da wird kaum was dabei sein, was Geld bringt, außer hier und da doch mal so ein Nanokomplex, der dann vielleicht schon fertig ist. Aber das ist eher wenig. Und vor allem das Geld, würde ich sagen, muss ich dann doch im ja, Hinterkopf behalten und eigentlich auch vor allem wegen zwei Dingen, die ja in Forschung sind. Wir werden bald hier die Ferrozytenemitter als Implantate für unsere Leute einbauen können und auch die Implantate, die dritten hier von der Cyborg-Technologie, auch die, und das wird vor den Kosten gewaltig reinhauen. Ich habe ja doch, und ich würde sogar sagen, 65K sieht toll aus, aber es ist aus meiner Sicht oder aus meiner Vermutung wahrscheinlich doch viel zu wenig. Ich werde gar nicht alle meine Leute mit allen Implantaten ausrüsten können. Bisher habe ich ja da das meiste eigentlich reingepackt. Immer. Weil, naja, es war von den Kosten jetzt auch nicht so arg. Aber jetzt wird die Sache anders sein, weil alle beide hier werden ziemlich teuer werden. Und naja, da werde ich doch hier sehr, sehr weit runtergehen und werde einfach erst, werde ich einige Dinge erstmal nicht kaufen, bis sich das mit der Ökonomie im Weltraum hier etwas verbessert hat. Eine ganz wichtige Geschichte auf diesem Weg werden hier meine Merkur-Orbitals sein müssen. Die drei, die ich hier habe, das sind ja jeweils Nanofabriken, die momentan da jeweils 530 Gold etwa einbringen. Ja, ich immer mit Gold, Geld irgendwie. Was haben Sie hier, Bargeldreserven oder sowas genau? Steht. Das würde mich auch mal interessieren, was da im Englischen ist oder so. Aber gut, was soll's, weil irgendwie so vom Sprechen her 530 Geld hört sich irgendwie doof an. Egal. Wichtig ist, die bringen zusammen 1,5K. Das ist schon nicht schlecht. Also etwa zumindest so. Und obwohl sie noch T2 sind, die muss ich natürlich dann irgendwann auch auf T3 bringen und spätestens in dem Moment, wenn die alle drei oder keine Ahnung, ob ich sie wirklich alle drei hochziehe, das muss man mal sehen. Vielleicht ja, vielleicht nein, vermutlich nicht. aber gut, rein grundsätzlich bringen die natürlich dann viel mehr Geld auf T3 mit den T3-Modulen. Aber sie brauchen halt auch so viel Metall, diese T3-Nanokomplexe dann, dass ich im Moment nicht denke, dass ich die alle drei aktualisieren werde. Das würde einfach zu teuer werden. Einer auf jeden Fall, vielleicht zwei, da bin ich mir noch nicht sicher. Das muss man mal abwarten. Da muss ich mir die Sache wirklich nochmal in Ruhe durchrechnen, weil es ist in Teilen jetzt doch jetzt schon eine Material- und Geldschlacht, was diese Sachen angeht. Die Dinge sind von den Kosten und sicherlich auch von den Einnahmen, aber zunächst mal habe ich ja nur Kosten. Es ist schon eine ganz andere Welt, als das noch in T1 und T2 war. Da kam es aus meiner Sicht nicht so genau drauf an. Jetzt muss man aber doch schon ein bisschen schauen, wann man welche Dinge hier hochzieht. Ich habe viele Technologien, um alles Mögliche hier schon aufzurüsten. Kann ich aber eigentlich nicht machen, weil sonst bin ich ziemlich schnell bankrott. Ich glaube, ich habe bei den Rohstoffen hier schon die Kurve gekriegt. Einige Dinge sind im Bau und wenn die fertig werden, gerade so diverse Bergbaukomplexe, vor allem die, aber auch ein bisschen Ceres und aber auch ein paar Minen, die auf Merkur waren, haben wir ja gerade gesehen, hier auf P1 dieses Teil. Also, wenn das alles fertig gebaut wird, dann sollte es kein Problem mehr sein. Ich denke, wir haben dann auf jeden Fall vom monatlichen Einkommen doch wieder sehr schöne Werte und über kurz oder lang wird es dann auch sich da wieder was ordentlich ansammeln. Aber ich glaube, das wird dann zunächst mal dazu führen, all diese gerade erwähnten Module, die werden halt Geld kosten und immer mehr Geld und Einnahmen werde ich erstmal kaum zusätzlich bekommen, ja, bis eben die Geriatrien hier fertig sein werden.
Und der Plan an der Stelle wird dann sein, erstmal die fertig kriegen und dann würde ich wahrscheinlich Merkur, den einen ersten Orbit, umbauen. Das wird das nächste Ziel dann sein. Und naja, gut, ich meine, ich glaube an der Stelle hier den Kern habe ich schon auf T3 aktualisiert. Das war schon, aber hier die anderen beiden, die sind, glaube ich, O2 ist auch schon und der ist aber noch da. Na, weil ich glaube nicht, dass ich den da auch komplett hochziehen werde. Das wird irgendwie insgesamt, glaube ich, von Metall zu teuer. Aber wie gesagt, Merkur O1 und O2, die werden es dann wohl schon werden, so nach und nach. Naja, müssen wir mal gucken, was an der Stelle läuft. Wie gesagt, ich muss nur aufpassen. Ich bin dann doch ein bisschen versucht, oh, was Schönes Neues und bauen. Aber damit kann man das ganze Ding schnell an die Wand fahren. Ja, mal sehen, wie das läuft. Und wie gesagt, ein Zyklus muss man jetzt mal hier in China noch durchziehen. Die einzelnen. Ach so, jetzt habe ich wieder vergessen, hier noch die Punkte zu verteilen. Naja, gut, was soll's denn? Machen wir es gleich zusammen, weil ich glaube, der Ferrozyten-Emitter, zumindest der eine, wird gleich bereit sein. Dann machen wir das gerade zusammen. Müssen die sowieso alle durchklicken und dann mal sehen, wie das so an der Stelle wird. Naja. Klar, ich habe auch nach wie vor hier durchaus guten Bedarf an CP-Cap und da hilft der natürlich enorm, auch wenn es sehr teuer ist. Aber gut, dann muss es halt eben mal so sein. Hier in dem linken Slot würde ich halt nach wie vor denn eigentlich ihre Forderung, also nochmal hier die Computer, also irgendwelche violetten, sprich Xenologie-Projekte einstellen wollen. Und na gut, wenn wir denn jetzt gerade mal dabei sind, dann lass uns doch mal durchgucken. Hier ist es gerade schon ein bisschen besser geworden. Vom Monatlichen fehlt es mir natürlich vor allem an Volatilen. Aber das wird sich dann durch die Farmen und durch die Bergbaue sicherlich von selber richten. So, dann lass mal gucken. Das Ding ist, glaube ich, ziemlich teuer. 5K ist schon der Hammer. Und wenn man dann bedenkt, ich habe ja 6 Ratsmitglieder, das sind 30K gleich mal eben weg. Die Überzeugung ist nicht zwingend überall so wahnsinnig toll und gleichbedeutend wichtig. Ich habe schon viele, gerade in China, habe mal eben gesehen, dass ich mehr oder weniger, naja, wenn man mal hier auf gerade schauen, also gerade Kripal und Alena und eigentlich auch Mitchell und Alicia, die waren da schon sehr aktiv, also auch mit öffentlichen Missionen. Da war es besonders wichtig und da würde das sowieso reinkommen. Beim Yunhao und Aisana, die haben nicht die Mission unbedingt dafür gehabt, wo das denn gebraucht wurde. Rat, Interessen verteidigen. Naja, gut, aber Moment, ich bin auch falsch. Ich wollte ja hier, die hat da gar keine Mission von. Da Überzeugung. Die hat gar keine Überzeugungsmission. Das ist ja krass. Nicht eine einzige, aber Yunhao. Komm mal her. Jetzt bin ich mal gucken. Ihr wollt gerade sagen, Nationskontrolle, aber gut, sowas hat sie nicht mal. Naja, aber ich würde es ihr trotzdem geben, muss ich sagen, weil es sind halt trotzdem 3 CP, die da draufkommen für 5K. Ist es zwar relativ teuer. Das muss man natürlich sagen, aber trotzdem, das Geld kommt ja wieder in die Kasse. Ich denke, ich werde das schon hinkriegen und insofern würde ich das halt überall verteilen. Ich kann es eben momentan ganz gut brauchen, weil mir das doch kurzfristig einiges an Freiheit geben wird. Und die werde ich brauchen, weil 547 ist im Moment okay, aber es wird nur noch wahrscheinlich ein, zwei, drei Zyklen dauern. Mal sehen, wie schnell wir durchkommen, denn wird das zu wenig sein. Also wollen wir das mal angehen. So, zunächst mal, du kannst natürlich auch noch einmal skillen und ich denke, da geht mal ein Punkt in Sicherheit. Das ist dann vielleicht doch hilfreich und dann kriegst du den Emitter, dann sind wir da schon bei 23, sehr schön, alles klar. So, dann sind wir bei Alena. Ich denke, sie kriegt auch eine Sicherheit dazu und natürlich auch den Emitter. So, und du kriegst aber, du hast genug Sicherheit. Da wird er noch ein Kommando mal dazu kriegen. Zuletzt schon ganz schön oft gefailt bei den Stabilisierungsmissionen. Da darf gern noch mehr sein. Du kriegst durch das Implantat demnächst das fehlende Kommando und kriegst dann auch jetzt einen Punkt in Sicherheit und auch den Emitter. So. Und du hast nichts zu verteilen hier, kriegst nur den Emitter. So. Und du kannst auch wieder, wo willst du die Punkte hinkriegen? Ich denke, ein Kommando
für die Alien-Mission und naja, gibt ja auch alles CP. So, die Dinger sind verteilt und naja, wir sind hier kräftig aufgestiegen. Ich meine, zweimal Kommando und irgendwo 18 Punkte, also das waren gerade mal 20 CP. Ist schon schön, aber auch das wird demnächst zu wenig sein. Nur hier sind wir jetzt doch ganz schön runtergerauscht, aber bitte, so ist es denn eben mal. Wie gesagt, das ist nicht wirklich zu ändern. Wir haben in Europa dann, das war ja schon angekündigt, die letzte Marine ist fertig und also ja, doch. Irene ist fertig und wie das leider immer noch so ist, der geht halt per Default auf Beute. Wer sich das ausgedacht hat bei den Entwicklern, also es ist aus meiner Sicht keine gute Idee. Aber ist nicht so schlimm, gerade wenn es von Marino wechselt, das kriegt man ja immer mit, weil die Meldung kommt. Ärgerlich ist denn schon, wenn man das irgendwo mit Missionskontrolle passiert, weil die einfach voll gelaufen ist. Also am Cap ist für die entsprechende Nation, wenn man es denn nicht direkt merkt, dann kann man mit der Beute so eine Wirtschaft doch relativ schnell an die Wand fahren und das will man meistens ja doch nicht. Also grundsätzlich Wirtschaft ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ich brauche auch weiter Wissen, das ist keine Frage aus meiner Sicht. Wir haben Regierung, sieht gut aus, aber erstens kann es noch ein bisschen weiter rauf. Ja, es ist in den letzten Monaten vor allem gefallen, weil da alle Nase lang irgend so ein blödes Alien-Event gekommen ist und da immer mal 0,01 abgezogen hat. Das ist doch sehr, sehr häufig gewesen, fast alle 2, 3 Monate, aber mal sehen. Ich glaube, mit ein bisschen Bissen sollte das schon trotzdem auch wieder steigen. Ein bisschen mehr Armeestärke nehme ich ehrlicherweise auch ganz gerne noch mit. Mal sehen, wie notwendig das sein wird. Ich brauche es vermutlich nicht unbedingt für die Kämpfe auf der Erde. Da sollte das gehen. Andererseits muss man sagen, 4,6, so gigantisch ist das auch nicht. Also da hätte ich durchaus allein vom Gefühl ein bisschen mehr. Und wenn doch mal noch eine Alien-Invasion kommt, naja, dann ist sowieso irgendwie alles viel zu wenig. Aber mal sehen. Okay, jetzt haben wir grundsätzlich natürlich noch die Entscheidung, noch Wohlfahrt oder Einigkeit. 3,4 ist an sich in Ordnung, aber führt eben doch dazu, dass wir hier immer weiter nach wie vor runterrutschen im Zusammenhalt. Diese minus 0,1, die kommen zu guten Teilen, glaube ich, schon aus eben hier dieser Ungleichheit. Wenn der tiefer wäre, dann würde das hier nicht so runterrutschen. Es ist nicht das Allerschlimmste, das ist schon so, weil mit einer Kriegserklärung kann man doch gut wieder gegensteuern, aber so richtig gefällt mir das mit der Kriegserklärung ehrlicherweise auch nicht. Es fühlt sich ein kleines bisschen, ach, ich weiß nicht, also naja, mir gefällt es einfach nicht. Also will ich da gerne noch durchaus ein bisschen tiefer kommen und dann sollte das hier besser passen. Ein bisschen Einigkeit, also gut, ich denke, allzu viel muss es nicht sein. Wenn ich ein bisschen Einigkeit auch noch nehme, das wird natürlich auch helfen, die Sache etwas zu stabilisieren. Aber gerade wo ich so erzähle, naja gut, es geht am unterm Strich nicht so wahnsinnig viel weg von den anderen Sachen. Ich würde es vielleicht mal so machen und beobachten, ob das hier irgendeine Wirkung hat, in der Art, dass es sich damit vielleicht, na gut, die Wohlfahrt wird schon nach und nach runtergehen, weil man kann es hier durchaus erahnen, obwohl ich ja im Moment gar keinen Punkt in Wohlfahrt hatte. Habe ja zuletzt dann da mich eher um die Marine gekümmert. Es ist trotzdem gefallen. Es ist natürlich äußerst marginal gefallen. Das kann man ja kaum noch ausdrücken, da mit den 4 Nullen erstmal hinterm Komma. Das dürften so etwa 4 Zehntausendstel sein oder so. Kann das sein? Nee, das ist sogar 100. Ja, gut, es ist sehr wenig. Ich glaube, da kommen noch eine Null dazu. Aber gut, ich denke, mit ein paar Punkten drin wird das schon noch ein bisschen weiterfallen und das kann es gerne. Und mal gucken, ich weiß nicht so richtig. Wenn man hier sehr hoch schon mit der Bildung ist, dann hilft, glaube ich, Einigkeit auch nicht so sehr. Irgendwo ist das, glaube ich, im Tooltip irgendwo auch erwähnt. Allerdings weniger Zusammenhalt durch die Einheitspriorität mit höherer Bildung, ja. Naja, mal gucken. Aber ich werde erstmal hier mit der Einstellung hier weitermachen. Das sollte ganz gut passen. So, dann machen wir hier weiter. So, und an dieser Stelle, ach, das war ja in Europa, wollten wir noch einmal Frieden machen mit Ecuador, der letzte, der ja noch offen war, jawohl, wir sind ein friedliches Europa. Und da kloppt da noch ein bisschen auf die Alien rum, alles klar. So, dann wollen wir mal gucken. Ah, das haben wir schon gedacht. Eben waren wir hier irgendwo bei irgendwas in den 70er und je mehr von den Modulen jetzt online kommt, umso besser wird es denn hier bei den
Erträgen vom Raumbergbau, aber so schlechter wird es werden mit unseren Geldern. Das ist mit Sicherheit so. Aber mal gucken. Ich hoffe und denke aber auch, dass sich das so sein wird. Wenn ich es denn schaffe, bis in November, bis da die Geriatries fertig werden, dann sollte das eigentlich alles klar gehen. So, Fertigung, das Modul. Jetzt haben wir eigentlich fast alles Wichtige hier zusammen. Oh ja, mal die leichten Regeln, die brauchen wir nicht. Können wir hier mal ausblenden. Lass mal gerade hier die Brücke am Horn. Gibt noch ein bisschen BIP für Europa. Sanae Mekele, das ist da hier unten bei falsche Richtung hier. Das müsste hier unten sein. Ehemalige Somalia, da die Ecke Mekele, genau. Und da unten Sanae Jemen. Ja. Dann kommt man darüber, nicht, dass ich das brauche, aber gut, das sind jetzt 1000 Punkte und ein bisschen BIP. Wer weiß, wofür es gut ist. Jo, dann machen wir das mal. Komm mal ran und das passt hier momentan auch recht gut rein. Also, was weiter da im Text. So, Missionszuweisung. Okay, so, das waren hier die beiden T2 auf P5 und P6. Jo. Hat schon ein bisschen was hier gebracht. Wir sind schon fast bei Null gelandet. Okay, so, aber die Fertigung. Und natürlich muss ich die jetzt hier auch einbauen. Ich habe ja hier zwei Skunkworks. Die werde ich auch beide aktualisieren. Problem ist natürlich, im Moment haben wir hier eins und eins. Wenn ich es jetzt aktualisiere, werden wir irgendwann zwei haben. Aber für den Moment gehen mir erstmal die zwei Punkte natürlich verloren. Aber gut, es sind nur 90 Tage. Insofern ist es okay, aber naja, gut. Und am Ende ist es dann auch wieder teurer. Aber es ist nicht zu ändern. So ist es halt mal. Ich denke, ich werde da durch diese Phase schon durchkommen. Da braucht es dann jetzt gerade ein bisschen Geduld. Wo haben wir den Mars denn hier? Da kommen wir jetzt hin. Mars P2. Und dann machen wir hier nochmal das Gleiche. Ja. Hat jetzt da die Projekte gekostet, aber gut, so ist es denn mal. Den Nano, ob ich den jetzt hier noch upgrade. Ja, vielleicht sollte ich das ja gerade mal noch machen. Hier sind noch mehr Nanos, oder? Ja, die wären fertig im Oktober. Und wenn ich denn nichts mehr baue, wann wird denn der hier fertig? Im September. Okay, das heißt, wahrscheinlich sind die Nanokomplexe die letzten. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier nichts mehr rumstricke aktuell, könnte sein, dass die denn hier ab November auch schon Geld liefern, die beiden hier. Wo sind wir hier? Beim 12. Oktober, das ist ab jetzt, Juli, August, das sind 4 Monate etwa. Und wenn ich jetzt hier mal angenommen den hier aktualisiere, dann sind das 135 Tage, auch etwa 4 Monate. Ich muss von den Kernspaltungen runter, weil irgendwo müssen das Geld. Ja, komm, ich werde mal hier noch zwei reinpacken. So, okay. Mars P1, P2 und du auch hier. So und so. Das werden dann hier die letzten sein im 29. Oktober und das war 12. Oktober, na gut, 17 Tage, aber nee, das passt schon besser. Und na gut, wenn ich denn so weit bin, könnte ich aber auch, wie viel braucht der? 180? Ja, das ist natürlich wieder, ja, die Dinger brauchen ewig lange, dann lasse ich das erstmal mal gucken. Möglicherweise werde ich hier sowieso irgendwann noch ausbauen und dann ist das sowieso weg mit dem Geld, aber ja. Alles klar, machen wir mal so. Das sind diese beiden. Und dann hätte ich vielleicht ja auch gerne noch auf dem Ceres P1. Da ist er auch. Zeig mal, wo stehst denn du? 30. Juli wird der Bergbaukomplex fertig. 14. August. August, die Energie. Ja gut, das heißt 14. Na gut, dann kann ich jetzt aber nichts mehr bauen. Grundsätzlich hätte ich ja schon ganz gerne auch da noch hier zwei so eine Dinger gesetzt. 135 Tage. Andererseits, naja, der wird laufen und viel Geld ist im Moment durch das Ding sowieso nicht. Aber er hat natürlich dann auch schöne Unterhaltskosten, die nicht zu knapp sind. Oh Mann. Und irgendwann schaffen das natürlich auch meine tolle Geriatriestation nicht, gegen all die Dinge gegenzusteuern, die ich da jetzt so reinknalle. Da mache ich mir fast ein bisschen Sorgen. Na gut, aber trotzdem, komm mal her. Die zwei Fertigungen, die werden wir mal trotzdem noch platzieren. Und damit das von der Energie reicht, kriegst du denn hier auch noch so einen rein. Und dann ist es jetzt gut.
Mehr Sachen will ich dann eigentlich erstmal nicht bauen. Muss genügen. Okay, so, wichtig, 16. Juni. Wir sollten die Regierungsgewalt in China haben, so ist es auch. Und dann gehen natürlich jetzt hier einige Dinge, sind jetzt möglich, dann wollen wir das mal angehen. Die großen Verschiebungen, die wir alle so vorhaben. Als erstes brauchen wir jemanden, das kann Yonaru mal machen. Sonst hat er nicht so viele Dinge, die er leisten kann. Der wird hier nämlich als erstes mal die Unabhängigkeit an Taiwan gewähren. Als nächstes kommt dann China, der geht, glaube ich, von alleine runtergehen, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwo eine Stabilisierung gerade? Das wäre für Mitchell, na, muss nicht sein. Aber du könntest vielleicht irgendwo. Makassar, das ist hier unten, oder? Mit den Aliens kämpfen, alles klar. Dann kommt als nächstes Alicia und wird auch hier nationale Strategie machen. Und sie wird dann Gebiete abtreten, auch an Taiwan. Soweit die Idee. Und dann kommt am Ende Aisa, so rum, alles schön richtig machen, sagen. Die wird dann hier nach Taiwan gehen, was vermutlich in dem Moment dann kein Taiwan mehr sein wird. Aber dazu später mehr. Jetzt müssen wir hier noch mal schauen mit den Bündnissen. Was ist denn das hier? Ist das? Kann man gerade nicht sehen. Taiwan, China. Bin ich jetzt nicht sicher. Aber China muss auf jeden Fall das Bündnis mit Europa lösen. Sonst gibt es Probleme. Okay, na gut. Ist doch Australien. Das sah mir gerade irgendwie. Ach, das war, glaube ich, denn hier so ein Kommandozeichen. Die waren verbündet. Na gut, wenn Australien mit mir verbündet ist. So sei es denn. Weil das brauche ich eigentlich auch nicht zwingend. Waren das gerade nicht, dass das hier noch zu Ärger führt? Wer hier unten da drinne? Zeig mal bitte kurz Exodus. Okay. So. Wenn man da irgendwie in der Welt herumkriegt, ist es vielleicht von Vorteil, wenn man da sich gerade ein bisschen vereinzelt. So, dann wollen wir mal schauen, wie das alles läuft. Mal sehen. Jo. Das wird natürlich jetzt eine wesentliche Geschichte für die ganze Zusammenlegung in Asien. Kommen wir gleich dazu. Also, ja, es gehen weitere Bergbaukomplexe online und wir sind wieder beim Plus bei den Volatilen. Wir sind sogar im Plus beim Geld. Wahrscheinlich sind da auch, das ist ja auch interessant. Hätte ich jetzt an der Stelle noch gar nicht erwartet. Aber gut, so sei es, wie es sei, wir gewähren zunächst mal die Unabhängigkeit an Taiwan. Vielen Dank. China unter Kontrolle hat die Unabhängigkeit gewährt. Die Nationen werden freundschaftliche Beziehungen und oder, na, wollen wir mal sehen, wie freundschaftlich die sein werden. Jetzt geht China hin und ja, doch, weil wir doch sie die allerbesten Freunde sind, wird China jetzt Gebiet abtreten und wir haben ja auch schon das Projekt Befreiung des chinesischen Festlandes von Taiwan aus. Taiwan hat eigentlich auf ganz China Ansprüche und aufgrund dieser Ansprüche kann China jetzt Gebiet abtreten und was haben wir da jetzt geschafft? Wir haben kein Taiwan mehr, sondern wir haben die Republik China. Und die hat wirklich eine ganze Menge Gebiete, nämlich irgendwie fast alles von China, außer der Hauptstadtregion hier und außer Geschenken und Koloniegebieten. Das Gebiet hier, das haben wir ja irgendwann mal von Indien geschenkt gekriegt. Und das ist hier Tibet, Lhasa und das haben wir von irgendwo hier Mongolei oder hier, keine Ahnung, wo sie das eigentlich. Aber es ist halt auch eine Kolonieregion. Okay, so und naja, nun geht diese ganze Geschichte weiter. Wir sehen jetzt hin, wir sind jetzt sind wir ja nicht mehr Taiwan, wir sind jetzt Republik China und machen China zum Rivalen. Okay. Und sollten dann jetzt auch Krieg erklären können. Jawohl, das passt. Ich denke, das werden wir auch alleine hinkriegen. Können ja vielleicht mal hier jetzt schon die Armeen losschicken. Weil das wahrscheinlich an der Stelle, naja, wo sind wir denn? 25. Juni. Und du hier, deine Armee, die hat ja inzwischen auch eine Marine gekriegt. Jo, müsste auch gehen.
Ach, wir müssen das ja nicht zu komplex machen, ist auch egal. Warte mal, wenn der hier schon mal loszieht, dann ist das sinnvoll. Der steht halt ein bisschen weiter weg, aber für die anderen ist es egal. Wir müssen das auch nicht unnötig kompliziert machen. So, also Kriegserklärung an China. Jawohl, wir wollen China den Krieg erklären. Und weiter geht's. Okay, das, okay, das war jetzt vielleicht, ich dachte gar nicht, dass das jetzt hier schon so schnell geht, aber ja, natürlich, ich hatte das ja so eingestellt, habe ich mich gerade selbst ein bisschen verkohlt. Also, dann könnt ihr ja schon direkt dahin. Alles klar. So, der braucht natürlich ein bisschen eine Weile, bis er dahin huschelt. Und so toll sind die Armeen auch alle nicht. Die chinesischen Armeen, also die ehemals 3,9. Und wir sind hier, achso, wir sind alle auf 3,9. Klar, ist ja eine Nation. Was hat denn der hier? Der hat 3,8. Aber natürlich wollen wir nicht gegen den kämpfen. Deshalb werde ich den hier einfach mal rausziehen. Mach dich auf den Weg. Retten können werde ich die Armee leider nicht, weil wenn ich die hier erobere, irgendwie hatte ich mal auch jetzt mal probiert, so ein bisschen in der Hoffnung, es wird die Hauptstadt verschieben und es wird halt die Hauptstadt in die Nicht-Koloniegebiete verschieben. Und da haben wir aktuell ja nur eins. Dieses hier nämlich. Und ach so, da muss man den noch wegmachen. Und irgendwie hatte ich dann gehofft, dass die Armee denn da irgendwie in dieses Gebiet verschoben wird. Wird sie aber nicht, sie wird einfach verschwinden, aber zumindest kämpft sie denn hier nicht gegen unsere Truppen hier. Und dann soll mir das auch schon recht sein. Mal sehen. Okay. Gar nicht schlecht. Da sind wir durchgekommen. Das ist auf P1 der T3-Komplex. Jetzt sind wir wieder im Minus. Naja, wir werden noch weit und noch ein T3-Komplex. Naja, dafür geht es halt hier ordentlich hoch. Tja, jetzt sind wir hier vor den Kontrollpunkten. Das ist das, was ich meinte. 167 und 72 sind wir doch wieder über Cap. Aber das war damit zu rechnen gewesen. So ist es dann mal. Okay, dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt mit unseren Leuten hier alles so anstellen können, sinnvollerweise. Du kannst hier, nö, stabilisieren müssen wir nicht mehr. Du kannst hier stabilisieren, aber wir haben keine Alien-Aktion, denn macht die Stabilisierung natürlich der Mitchell. Das kann er einfach viel besser. Und hier haben wir in Europa inzwischen echt gutes Standing. In Indien noch nicht so. Deshalb kann die Alicia da mal ein bisschen für bessere Stimmung sorgen. Oh, wie sieht es denn hier aus? 1,3, das ist eigentlich relativ stabil, aber ja gut, dann kann man ja doch noch ein bisschen verbessern. Und wie sieht es hier aus? Da ist es inzwischen auch recht stabil. Der Zusammenhalt ist ganz schön raufgegangen hier. Damit war zu rechnen. Naja. Dann macht da auch noch mal stabilisieren. Why not? Okay, hier sind die Kontrollpunkte. Interessenverteidigung in China. Ah, gut, das ist jetzt die Frage. Okay, die ist egal, wenn da jetzt jemand reinspringen würde, die erobere ich ohnehin gleich. Aber Taiwan wäre es natürlich vielleicht sinnvoll. Nein, Taiwan gibt es nicht mehr. Republik China, die zu verteidigen. Wenn ich den da gleich hole, ja, eigentlich ist das sinnvoller. Komm mal her. Mach mal hier. Okay. Auf geht's. So, da sind die Armeen, die alle da langsam so sich auf den Weg machen. Und ich würde sagen, die können wir, der ist raus. Okay, wenn der raus ist, dann kann der hier auch rein. Auf geht's. So, da haben wir den Lichtbogenlaser. Feine Sache, ja, bei den Lasern ist es ja so, da gibt es ja eigentlich zwei Verbesserungslinien. Die eine, die mehr oder weniger die Frequenz von dem Laser erhöht und die zweite, die die Reichweite erhöht. Die Frequenzerhöhung ist natürlich vor allem für Punktverteidigung mega wichtig. Hier gerade die Punktverteidigungs-Lasertürme, die hätte ich sehr gerne. Die kann ich dann auch ausrüsten. Na gut, hier werden die Projekte reinkriegen. Der zweite Weg sind dann hier die sichtbaren Kampflaser. Die haben dann eine größere Reichweite und sind logischerweise dann vor allem für das Ausrüsten auf Schiffen interessanter. Im Moment haben wir das aber noch nicht und so schnell werden wir auch nicht auf die Schiffe kommen.
wäre natürlich grundsätzlich trotzdem dabei. Ernte gerade mal Bio passt im Prinzip natürlich echt gut rein. Gerade hier die Schnelldestillation, die gibt irgendwo hier auf eins von denen Bonus. Ich weiß gerade nicht welches, aber nicht wirklich wichtig, weil toll sind die am Ende des Tages alle. Die Alternative wäre natürlich grundsätzlich hier bei den ganzen Kampfsachen weiterzumachen. Den Weltraumangriff, weiß ich noch nicht, ob ich das eigentlich will, muss ich jetzt sowieso auch mal sehen. Also gerade die Geschichte mit den Marines und so, da haben die letzten Patches aus meiner Sicht doch ein bisschen kaputt gemacht. Da weiß ich noch gar nicht, inwieweit ich die da wirklich einsetzen kann und werde. Und ehrlicherweise hoffe ich, dass an der Stelle sich vielleicht auch irgendwo noch ein bisschen was mit Fixes ergibt, weil ehrlicherweise den Status, den das da momentan in diesem letzten Endgame hat, wo es gegen die Aliens geht, der gefällt mir aktuell eigentlich gar nicht. Aber gut, das ist im Moment noch nicht so wichtig. Also gut, aber so oder so, das ist unwichtig. Das führt zu nichts. Nichts, was ich gerade wirklich brauche. Ich würde schon entweder Kampflaser, das wäre eine Geschichte für eben diese gerade erwähnten Dinge, würde auch meine Waffen zum Beispiel in den Stationen, in den Abwehr-Arrays ein bisschen verbessern. Aber das ist eigentlich auch gut. Das sind 10.000 nur in Bio. Ja, lass uns das mal kurz reinziehen. Das passt doch eigentlich ganz gut. Baue in einem. Ach du Schande, was habe ich denn hier angestellt? Das habe ich ja. Das ist aber Mist. Das habe ich gar nicht bedacht. Oh Mann! Da habe ich die Slots. Naja, klar, ich habe die da alle eingebaut. Die Verbesserung. Aber dass er mir daraufhin den 10 Slot auch direkt wegnimmt, das habe ich nicht gedacht. Aber gut, dann ziehe ich das jetzt trotzdem so durch. Ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Die ganzen allen wichtigen Sachen habe ich ja. Und insofern ist es in Ordnung. Aber ja, es sind halt so Dinge, wieder was gelernt. So, das ist die Punktverteidigungslasertürme. Gut, die würde ich dann wahrscheinlich gleich mal da in den, nach den Implantaten einbauen. Jo. Ah ja, wir haben ja Dinger bald fertig. Es hat ja nicht so lange gedauert. Das waren ja nur 3 Monate. Das wird bald wieder so weit sein. So, da haben wir denn die Cyborg-Technologie und naja, mal gucken. Wir haben allerdings eigentlich auch noch ein paar Dinge, die ich durchaus auch gerne hätte. Als da wären vor allem dann hier nee, Botschaft der Hoffnung nicht. Also mal gucken. Das gibt keine Kontrollpunkte. Die haben wir die schon reingekriegt. Self-Power doch hier, aber die würde ich aber. Das sind nur 2.500 und gibt 10 Kontrollpunkte. Das ist eine super Sache. Die nehmen wir mal direkt rein hier. So, ich meine, klar, wenn ich jetzt in 5 Slots forsche statt in 6, dann verteilt sich meine Forschung halt auf die 5 Slots und dann bin ich da überall ein bisschen schneller. Ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste, aber so war das ehrlicherweise nicht geplant. Das muss man natürlich schon sagen. Wir haben den Alien-Computer. Gut, da ging es halt hauptsächlich hier um die Investitionsgeschichten. Stellt sich für mich gerade wirklich die Frage, ob ich denn gerade auf die Alien-Sache im Moment eher mal ein bisschen verzichte. Es sind natürlich viele und gerade auch wegen Story und verschiedenen Dingen würde ich da schon eine ganze Menge gerne haben wollen, das ist außer Frage. Aber eigentlich haben wir doch gerade noch andere Dinge, die eher interessanter sind. Da sind durchaus auch hier für 4.000 die 5 Punkte, finde ich durchaus gerade relativ sexy. Die hätte ich vielleicht doch ganz gerne gerade mal durchgezogen. Von den T3-Modulen haben wir im Wesentlichen eigentlich nur noch hier die Fabrik. Die T3-Version der Werft, die brauche ich denn mal, aber im Moment eigentlich gerade nicht. Und Weltraumressort ist noch da, Sendestelle und irgendwo hier haben wir auch noch Kommandozentrale, ist aber gerade alles nicht so wichtig für mich. Medienkompetenz, das ist Wissensprio, das wäre aber schon eine schöne Sache und kostet auch nur 5.000. Wir haben ja doch gerade an einigen Stellen, gerade auf Wissenpunkte und da 5% mehr, das wäre schon nicht übel. Definitiv, aber lass uns gerade mal erst hier die Punktverteidigung holen, zumal das mit der Militärsache auch gerade ganz gut reinpasst.
Naja, im Moment ist unsere Forschung etwas runtergefahren. Es wird ja ohnehin auch dauern, bis wir die Prozente aus den Instituten wiederbekommen. Und naja, bis wir dann soweit sind, dann kommen auch die Fertigungsanlagen wieder ran. Also das wird schon gehen. So, ihr geht gerade alle mal auf China. Die Armee hier, die chinesische, hat sich bis hier schon etwas weiter gekämpft, aber wahrscheinlich wird es schaffen bis Lhasa. Aber wenn wir hier die Eroberung haben, dann wird sie sich einfach in Luft auflösen, denke ich mal. So, wir sind hier geschützt, das war die Idee. Wir sind hier auch ganz gut. Wo ist denn der Nullpunkt gerade? 3,4 will heißen, es wird steigen. Na, dann können wir hier gerade nochmal einen reinziehen. Zusammenhalt ist gut. Oh ja, hier hat sich jetzt auch ein bisschen zerkloppt. Prio, Wohlfahrt. Ach, das ist alles nicht so, wie es sein soll. Prio hier, Prio da. Das ist aber, oh, es hat sich doch durchaus schon einiges verbessert hier. Ist gar nicht so schlecht. Wo stehst du hier? Ach, das ist wieder ein bunter Kauderwelsch. Meine Güte, was ist das denn wieder hier? Naja, andererseits, weißt du was? Guck mal hier. Das ist jetzt nicht ganz so riesig. Ich würde sagen, wir gehen mal hier wirklich auf. Das kann ich einfacher haben. So. Ein bisschen Wissen noch. Jo, why not? Ist in Ordnung. Das kann man so lassen. Alles klar. Wobei, nee, jetzt Wissen. Schwachsinn. Wir gehen hier volle Pulle auf die Missionskontrollpunkte. Mal sehen, wir sind im Moment bei 8. Mal sehen, wo wir so landen werden. Das ist dieser Teil. Okay, also wir haben dann hier, ne, hier muss man nichts mehr tun. Wir stehen hier auch ganz ordentlich da. Es ist nach wie vor nichts mit Alien zu tun. Also können wir hier noch ein bisschen für bessere Stimmung sorgen. Hier haben wir nichts zu machen und hier eigentlich auch nicht. Tja, was mache ich mit euch beiden? Ich habe für euch keine Aufgaben. 0,8, naja, mal gucken, was sieht es hier aus. Das ist auch alles okay. Naja, dann machen wir das mal so. Also, das hängt halt auch gerade. Ach, mir kommen gerade Ideen. Wir werden mal hier einmal stabilisieren. Der Mitchell kann ja durchaus auch mal noch inspirieren. Kannst mal bei Alina machen. Wir haben leider nicht allzu viele Leute, die inspirieren können von den Missionen her. Und dann machst du hier in Indien. Nein, nicht. Oh, wobei, das ist auch schon, da lohnt sich ja schon fast wieder. Ja, mach mal bitte Indien. Ist okay. Okay. So, das waren hier wieder viele Module. Ich würde denken, wenn ich hier das Ding erobere und reinziehe in dieses Reich, dann müsste es mit den Kontrollpunkten vielleicht schon wieder funktionieren. Und überhaupt, hier, wir haben ja Implantate. Dann lass uns das mal auch gerade noch gucken. Wir stehen bei 36K. Wir haben ja doch, na, guck mal erstmal drauf. Weil in dem ersten Rutsch, also eigentlich bei den T2-Sachen, da den Realitätsmonitor habe ich nicht gekriegt, nicht genommen, werde ich auch nie machen, weil der erhöht, der senkt halt auch das Cap. Will heißen, die Loyalität ist maximal ja 25 und wenn man das drin hat, kann man maximal auf 20 kommen und das finde ich total doof. Das werde ich definitiv nicht nehmen. Und was ich auch nicht nehmen werde, ist eins von denen, die jetzt noch kamen werden. Das ist hier dieser Förderhirnstimulator. Das mit der Loyalität ist zwar irgendwie ganz witzig. Ich bin nicht sicher, ob hier das Cap erhöht wird. Ich vermute aber nicht, weil 25 ist einfach wahrscheinlich ein Hardcap, was durch irgendwelche Implantate oder Orks oder sonst was alles einfach nicht verändert werden kann. Und insofern ist das irgendwie ziemlich unsinnig und Kommando und Wissenschaft dafür zu verlieren, halte ich für vollkommen, ja, das ist einfach keine gute Idee, sagen wir es mal einfach so. Und die anderen Sachen, die wir haben, die sind irgendwie natürlich, das hatte ich gerade bei den anderen Implantaten, die wir so gekriegt haben, zum Großteil eigentlich auch fast allen Ratsmitgliedern hier irgendwie ganz okay. Die einzige kleine Ausnahme so ein bisschen ist irgendwo, glaube ich, Ermittlungen, wo wir doch ein paar Ratsmitglieder haben, die das nicht nutzen können. Ansonsten Sicherheit ist irgendwie immer okay. Wissenschaft, naja gut, letzten Endes ist es vor allem für Alena und Kripal, weil die ja da Rat machen, besonders wichtig. Aber die anderen haben dann auch ein bisschen Wissenschaft, was zwar nicht übermäßig stark ist, aber ein bisschen hilft es ja auch. Verwaltung hatte ich ja extra so geplant. Da ist überall noch ein Punkt offen und den werde ich dann jetzt auch nutzen. Damit sind wir dann am Ende effektiv auf 25 und das passt. Also ist sowieso okay. Kommando, naja, selbst wenn man keine Kommandomission hat, ist es ja, trägt es ja bei, um hier das CP-Level
sozusagen das Cap zu erhöhen, ist also auch gut und Spionage kann auch jeder gebrauchen, weil wenn es dann eben Missionen gibt und da sind irgendwelche feindlichen Leute drumherum, dann wird man halt schlechter erkannt. Ist immer gut. Na gut, Ermittlungen, das ist nun wirklich nicht auf jedem gut, weil soweit ich bin jetzt nicht sicher, ob das irgendwo je nachdem bei den unterschiedlichen gegenseitigen Erkennen auch eine Rolle spielt. Wir haben nicht auf allen Leuten da was, wo wir es brauchen können. Ja, Bekämpfung, Missionen, ja, wird Kripal zum Beispiel nie machen, auch wenn er die hier hat, aber naja, mit den vier werde ich da auch nicht anfangen. Trotzdem ist es so, mal angenommen, ich würde jetzt diese sechs Dinger, wie ich das bisher gemacht habe, auf allen Ratsmitgliedern nehmen, dann wären das im Prinzip 36 Implantate mal zwei. Ich brauche 72k und die habe ich natürlich nicht ansatzweise. Und insofern wäre ich jetzt doch mal ein bisschen priorisieren auf die Sachen, die gerade wichtig sind. Vielleicht irgendwann mal, wenn sich das mit dem Geld entspannt hat, denn den Rest auch noch nehmen. Wichtig erscheinen mir auf jeden Fall immer die Führungs-KI. Wie gesagt, die Verwaltung, die ist einfach darauf abgestimmt. Das werde ich definitiv machen. Ich werde definitiv auch überall auf Kommando gehen. Und wobei müssen wir mal rumgucken, wie wir da hinkommen. Wissenschaft hätte ich halt zumindest bei Kripal und Alena denn genommen. Ja, und das wäre es dann eigentlich vom Prinzip, von den Sachen, die gerade wichtig sind. Naja, das müsste eigentlich kommen. Ja, wobei jeder Verwaltung sind auch schon 12k. Und dann nochmal zweimal Wissenschaft, dann sind wir bei 16k. Und jeder dann nochmal Kommando, dann bin ich schon bei 28 und dann bleibt kaum noch was übrig. Naja, das ist doof, das kann ich nicht machen. Gut, dann machen wir das mal anders. Ihr kriegt trotzdem eure Wissenschaft hier, ihr beiden. Welches ist denn das? Kognitiver Verstärker, ja. Weil dann ist er hier am Cap. Das ist dann doch einigermaßen wichtig. Alena kriegt die Führungs-KI auch für die Verwaltung und kriegt dann auch hier den kognitiven Verstärker. Damit ist sie hier auch an der Stelle durch. Yunhao kriegt nur die Führungs-KI. So. Und du kriegst natürlich auch die Führungs-KI. Und naja, vielleicht gebe ich ihm noch das Kommando. Es ist ja ohnehin, das ist das, was er noch braucht fürs Cap. Und oh, dann gibt es ja auch noch einen Punkt dazu. Den einen werde ich mal hier spendieren. Ja, so auf die hauptstrategische KI-Kommando. Jawohl. Machen wir mal. So, und du kriegst dann aber erstmal nur die Führungs-KI-Verwaltung, ja. Klar, Spionage wäre irgendwo okay, aber das werde ich dann hier erstmal noch durch andere Dinge abhandeln. Ist im Moment nicht drin und du auch die Führungs-KI. Jetzt haben wir noch 18k, ja, das ist in Ordnung. Ich rechne halt damit, dass das erstmal noch kurzfristig ein bisschen stärker ins Minus geht und der Puffer ist mir ansonsten zu klein. So, wenn wir jetzt so weit sind, können wir vorne anfangen. Wir haben ja auf jedem von den Leuten hier überall so eine Org drin, die irgendwann mal hier die drei Verwaltungen gegeben hat, für die drei Implantate. Damit sind wir jetzt durch. Dann können wir die verkaufen, gibt auch gleich noch ein bisschen Geld, kommen wir wieder noch ein bisschen höher. Und der eine Punkt, den wir haben, müssen wir mal sehen, was wir da allgemein überall so anfangen. So was hier mit Wissenschaft bringt natürlich nichts, aber haben wir hier irgendwo gerade was Sinnvolles? Wie so oft natürlich auch nicht. Irgendwie auch die einer Sachen, naja, aber das ist natürlich gerade hier, bringt nicht so viel. Da wäre jetzt irgendwie was so mit einem Punkt. Was hast du denn hier? Naja, gut, den könnte ich natürlich für 25 und 6, dann wäre hier noch einer mehr. Das ist vielleicht ganz witzig. Ja, komm, mach mal. Ist okay. So, und dann hast du hier auch die Olympus Group, kannst du verkaufen. Und da habe ich natürlich hier die gleiche Geschichte. Irgendwas Sinnvolles mit 1. Was hast du hier? 4% Wissen für 3 im Monat. Oh, 4% Wissen ist jetzt. Oh, mal gucken. Die anderen Sachen hier. Prozente würde ich natürlich. Gut, ich brauche die Wissenschaft nicht, aber ich meine, 5% Energieforschung ist an sich jetzt natürlich auch okay, ne? Bisschen Wissenschaft. Wobei, das würde ich eher auf dem anderen tun, wo ich auch von der Wissenschaft profitieren kann. Wir machen mal hier das Wissen. Ist okay. So, dann weiter im Text. Bei dir ist es des Heilig Minions. Haben wir hier sogar zwei Punkte verballert.
Naja, die war, fand ich schon ganz gut, auch wegen noch ein bisschen Kommando und so, ist jetzt aber auch dann überflüssig. Da habe ich ja sogar 2 Punkte frei. Könnte ich fast ja doch eine Ermittlung. Ja. Na gut, wenn ich die Ermittlung brauche, habe ich nach wie vor den, um ihn reinzutauschen. Aber ansonsten sind hier auch gerade keine schönen dabei. Oder, was ist das hier? 6% für 2 Punkte. Nö, das ist mir zu wenig. Und die brauchst du eigentlich auch nicht. Was ist denn das hier? Militär. Oh. Oh, für 2 Kommando, das ist ja der Hammer. Sowas habe ich immer gesucht. Gibt es das jetzt neuerdings doch? Eine Ork mit mehr als 1 Kommando, das ist natürlich der Hammer. Und ehrlicherweise mit dem Militär und der Militärwissenschaft Forschung finde ich auch nicht so übel. Das ist an sich okay. Aber na gut, er braucht das Kommando nicht. Am ehesten braucht er das natürlich. Eigentlich ist das gar nicht übel. Ja, ich mache das mal hier rein. Ist in Ordnung, okay. Und was ist es bei dir denn hier? Du hast hier die Emerald Financials. Ja, alles klar. Verkaufen. Haben wir hier eigentlich gerade noch irgendwelche Dinge? Naja, so ein bisschen schon. Die Sachen können wir hier reinziehen. Du kriegst dann den mal. Alles klar. Und was ist es dann bei dir? Stratos Capital Group. Okay. Und da haben wir dann. Oh. Fehlt da noch eine Verwaltung? Das ist ja der Hammer. Habe ich mich da verrechnet? Muss ich direkt noch mal schauen, was da wieder gelaufen ist. Ah, muss ich gleich mal in Ruhe noch mal gucken. Irgendwas war da. Gut, Notfall habe ich die ja noch hier. Da muss ich mich irgendwann mal verklickt, verrechnet haben, werden wir hinkriegen. Okay, so und dann bist du natürlich noch hier. Was hatte ich denn da? Hatte ich da überhaupt nicht auch irgendwo in einer oder in dem anderen Zeug versteckt? Doch, ja, Hibiskus, alles klar. Dann kannst du den da auch rausnehmen. Und naja, eigentlich braucht sie die nicht. Sie hat die Mission dazu nicht. Spionage hat sie schon öfter mitgemacht, aber ich denke, da macht denn eigentlich auch eher sowas hier Sinn. Hier sind irgendwie nur eine Info. Ne, das brauche ich nicht. Na gut, jetzt passt das so einigermaßen. Muss man mal noch insgesamt, vielleicht muss ich nur noch mal in Ruhe drauf gucken und was da bei Alicia passiert ist. Irgendwo habe ich mich da wohl verrechnet, denn aber das wird sich auch finden. Müssen wir mal sehen, oder vielleicht hat da auch der Patch noch irgendwo was verändert, weil eigentlich war das mal in Ordnung, bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Na okay, also wäre ich gerade auf die, na, wobei eine Runde können wir vielleicht trotzdem noch machen. Ja komm, das ziehen wir mal gerade noch durch, das andere, das kann ich auch später in Ordnung bringen. Du kriegst dein Inspirieren, aber mal gucken, müssten wir doch noch durchkommen. Punktverteidigungs-, Lichtbogen, Lasertürme, sehr schön. Projekt abgeschlossen und damit sollten denn eigentlich auch jetzt unsere Station im Weltraum das Zeug schon übernommen haben. Und das war wichtig. Hier bin ich bei dem Soft Power, das ist aber auch gleich fertig. Ach komm, hier die Sendestelle, das ist albern, lass das ausblenden. Wir machen das sowieso nicht. Und ich glaube, ich mache denn doch gerade mal hier noch für 1500. Nee, die wäre ein Fehlklick gewesen. Eine Ork. Naja, wer weiß, wofür es gut ist. 10%, aber im Moment ist es eigentlich unwichtig. Wir machen mal hier die für 5000 Wissenspriorität weiter aufziehen. Gerade in Indien hier. Sind wir hier volle Pulle rein und das wird hier auch noch an vielen Stellen passieren. Können wir gut gebrauchen. Ist okay. So, das hat auch alles gepasst. Ich hoffe, ihr kommt jetzt mal langsam durch hier. Die hast du auch gut hingekriegt. Alien Robotik, das war das Projekt an dieser Stelle. Neues Projekt verfügbar. Armeeaufbau ist aktuell nicht vorgesehen. Militärprio habe ich ein bisschen, aber na gut, ansonsten ist das jetzt nicht unbedingt so riesig. So, hier hat es aber geschafft. Die Wirtschaft schrumpft ein wenig, ja. Softpower-Instrumente, 10 Punkte drauf. Wunderbar. Aber nach der Übernahme ist es inzwischen jetzt hier auch wieder ein bisschen entspannter geworden. Wunderbar. Auch das ist toll. Denn lass uns doch gerade mal kurz die Fabrik hier durchziehen. Ein bisschen fehlt mir da noch so das eine oder andere Projekt mit den CP.
Es geht uns alle an oder wie das hieß, das hat er mir einfach bisher noch nicht angeboten. Das sollten auch noch mal 10 CP sein. Mal gucken. So, Bergbaukomplex, der nächste ist durch. Wunderbar, hier auch. Okay, na gut. Haben wir das jetzt auch durch? Dann gucken wir mal auf die Dinge, die sich jetzt hier so ergeben haben. Also, als erstes hat die Republik China jetzt natürlich ein bisschen größeres Gebiet. Wir haben das Hauptstadtgebiet erobert und wie erwartet hat sich denn die Hauptstadt in das einzige Gebiet geschoben, was eben keine Kolonie ist. Das ist eben gerade dieses hier. Die Idee dabei ist natürlich, weil ja Indien darauf ein Anrecht hat, denn später hier die Vereinigung zu machen. Dieses China, was der kleine Rest von dem vormals Großen ja ist, hat jetzt auch nach wie vor Anspruch durch die panasiatische Vereinigung auf irgendwo, naja, zumindest das ganze nördliche Asien, wie eben meinetwegen Japan zum Beispiel hier an der Stelle oder auch Korea. Da geht es halt darum und meinetwegen auch hier im Süden auf Thailand und so weiter. Will heißen, durch über die panasiatische Vereinigung werde ich die alle hier reinschieben. Das ist die Grundidee. Und ich würde allerdings an der Stelle ehrlicherweise jetzt dann auch die Volksrepublik China wieder mit China vereinigen. Das ist ja auch diese Geschichte, die da, wie es ursprünglich mal funktioniert hat, in irgendeinem Patch, ich glaube irgendwann im Oktober oder so, muss es ordnungsmäßig gewesen sein, wurde diese Hauptstadtverschiebung ja wieder rückgängig gemacht und durch einen Fleck in der Config konnte man es dann wieder eigentlich auf die ursprüngliche Version bringen und ja, das habe ich ja schon benutzt hier quasi, als wir Kalifat und Europa zusammengezogen haben und das wird hier auch wieder so sein. Deshalb grundsätzlich wäre es natürlich möglich, ganz Asien hier reinzunehmen und denn das hier zu vereinigen und man könnte durchaus auch diesen Teil, die Hauptstadt hier ist ja immer noch hier in dem ehemaligen Taiwan und auf Taiwan hat eben hier im Süden einige Dinge Anrecht oder können das Anrecht bekommen. Haben sie glaube ich momentan noch nicht. Taipeh, nur China, aber ich denke der Einfachheit halber, das ist, kann man machen. Ich finde das aber viel zu kompliziert und werde deshalb dann einfach der Einfachheit halber die beiden Chinas, also China und die Volksrepublik China, wieder vereinigen. Wir sind hier drin, wir können, müssen ja natürlich erstmal eine Föderation machen. Durch die Übernahme hier sind wir durchaus auch schon wieder verbündet. Am 9. September, wie man das hier sehen kann, kann ich denn eine Föderation machen und naja, so nach und nach geht das dann wieder alles zusammen. Mit der schönen eben Idee, dass die Hauptstadt dann eben hinterher in China sein wird, hier in Guwahati. Und das macht die Sache dann doch ein bisschen einfacher. Wie gesagt, es geht auch anders, aber wir wollen es ja nicht übermäßig kompliziert machen. Bin ich an der Stelle der Meinung. Okay, dann schauen wir mal, wie das demnächst weitergeht. Ich schaue noch mal, was bei der Alicia da mit den Verwaltungen passiert ist. Ja, kein Problem. Ansonsten kriegt sie demnächst halt einfach noch mal einen Punkt wieder manuell in Verwaltung rein. Würde ich vermuten. Es kann aber auch sein, dass bei den Orks, die sie da hatte, den anderen sich irgendwas verschoben hat. Das ist natürlich auch möglich. Und da muss ich mal gucken, wie ich an der Stelle da vielleicht noch eine Anpassung oder ein Fix finde, das wird sich schon finden. Okay, ansonsten bin ich ganz zufrieden auch, wie sich jetzt hier die Wirtschaft entwickelt hat. Wenn man hier sieht, gerade beim Metall bin ich schon wieder auf plus 3K. Das ist doch schon mal ein schönes Standing. Da sollte ich auch relativ schnell hochkommen, um dann später auch vor allem hier noch die Nanokomplexe in U1 hochziehen zu können. Das wird wichtig sein, um da auch finanziell wieder noch besser auf die Beine zu kommen. Wir sind aktuell natürlich hier mit den minus 720 kräftig im Minus. Das ist auch das, was ich meinte. Ist nicht ganz unerwartet an der Stelle. So ist es denn eben leider mal. Wir müssen mal gucken. Auch die Wirtschaften haben wir durch dieses ganze Hin und Her sicherlich, naja, war nicht besonders positiv unbedingt, aber naja, noch geht es vom BIP und den Sachen so einigermaßen. Aber was man hier, glaube ich, schon gesehen hat, wir sind hier auf 6,9 hoch, ist schon nicht so toll. Aber ich denke, das werden wir so nach und nach auch wieder alles richten. Bin ich doch ganz optimistisch an der Stelle. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Für den Moment erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.